Zombie Apocalypse. Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zusammen zurück zu einer neuen Folge vom LS19 mit der Feuerwehrmod. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast hier bei einer neuen Folge auf meinem YouTube-Kanal. Heute, liebe Freunde, gibt es eine neue Mod-Vorstellung von mir, aber diesmal nicht von einem Einsatzfahrzeug der Feuerwehr, Polizei, THW, Rettungsdienst und was es alles so gibt. Nee, heute geht es mal in die Luft, denn heute stelle ich euch einen wunderbaren Rettungshelikopter vor vom ADAC der Christoph Westphalen. So, dieses schöne Gerät steht auch schon mal vor mir bereit. Ich bin gerade mal so ein bisschen Test geflogen, denn in einem letzten Video im LS19, wo ich eine Drohne und einen Helikopter vorgestellt habe, habe ich das Ding leider nicht in die Luft bekommen. So, ich habe es jetzt eigentlich rausgefunden, auch nach mehreren Kommentaren und Infos von euch. Also nochmal vielen, vielen Dank dafür, dass ich dafür ein Lenkrad oder einen Controller, also einen Joystick brauche, damit man den mit der Maus bedienen kann. Warum? Weiß ich leider selber nicht. Keine Ahnung. So, ansonsten ist das einfach ein rundum gelungenes Ding. Also, muss ich wirklich mal sagen. Also, Patrick, da hast du dich aber wirklich selber wieder richtig übertroffen mit diesem wunderschönen ADAC-Helikopter. Natürlich von Eurocopter ist das schöne Ding, also dieses Schmuckteil. Also, das Ding hat dann natürlich dann auch durchaus sehr viel PS unter den Rotorblättern. Also, ich weiß gar nicht, sagt man das so. Aber auf jeden Fall finde ich das auf jeden Fall richtig schön, dass der liebe Patrick das Ding hier erstellt hat und mir zur Verfügung gestellt hat. Also vielen, vielen Dank nochmal an dich. Vom NOS-Team ist dieser gute Patrick, das ist sozusagen der Modder, der dieses Ding hier erstellt hat. Und was ich auch richtig cool finde, dass man hier wirklich mit IC Simple oder Simple IC alles bedienen kann. Also das ist schon mal richtig, richtig cool. Also das sind erstmal richtig schöne Pluspunkte. So, ich weiß gar nicht, kann man auch hier nach draußen gehen und das öffnen? Ich glaube, das geht sogar. Man kann diese beiden Klappen öffnen, man kann hier die Trage rausnehmen. Ist das geil? Ist das geil oder ist das geil? Wir können auch hier wieder die Tür zumachen von außen. Das ist ja mega, mega cool. Endlich gibt es mal richtig schöne Helikopter im LS19. Sogar mit Sound, Alter. Also, meine ich ja immer wieder, da hat sich der Liebe selbst übertroffen. So, aber wir wollen jetzt ja gar nicht mal so weit schauen hier. Ich würde sagen, wir machen erstmal wieder die Tür zu. Denn ich möchte sehr schnell in die Luft gehen, in die Höhe. Wie geht das zu hier? Ach, da ist das Kreuz. So, denn wir wollen ja eigentlich auch schon los. Denn wir haben es heute eilig. Wir müssen erstmal... Das geht gar nicht mehr zu da hinten. Muss ich da erstmal aussteigen? Wir haben heute sehr viel zu tun und müssen erstmal so ein bisschen fliegen. Dann sehen wir auch mal diese wunderbare Map von Ulm von oben. Diese Einsatzmap. Finde ich auch cool. Warte mal. Dass wenn die Tür offen ist, dass es auch lauter wird. Wie im echten Leben sogar. Das ist schon schön, oder? Ganz komisches Gefühl irgendwie. Mit einem Helikopter im LS19 zu fliegen. Ob man diese Sache vertrauen kann, das sieht da jetzt, liebe Freunde. Ich würde sagen, wir fliegen hoch. Erstmal so ein Stückchen, dass man erstmal so ein bisschen den Hubschrauber sich aus allen Seiten anschauen kann. Ich finde auch die Deutschlandflagge hinten richtig cool. Auch gerade das Design vom Helikopter. Das richtig schöne Neongelb. Sieht auch so ein bisschen aus wie grün, oder? Wenn man so aus manchen Blickwinkeln schaut. Alter, das ist schon echt nice. Dass das so gut funktioniert, hätte ich gar nicht gedacht. Also das ist so, so richtig, richtig schön, mal so einen richtig geilen Helikopter hier zu haben. Im LS19 versteht sich. Also ich kannte das früher noch im LS17. Also da hatte ich ja so viele Rettungshelikopter oder Fluggerätschaften, mit denen ich fliegen konnte. Das habe ich immer so häufig und so gerne gemacht. Und dass man das endlich auch hier kann, im neuesten Teil vom Landwirtschaftssimulator, im 19er. Das ist schon schön, wirklich. Ich glaube auch mal, dieser Rettungshelikopter wird auch sehr gut gebraucht hier in Ulm. Denn es passieren dann natürlich immer wieder Einsätze, die natürlich schon ein Stückchen weg sind von der Rettungswache. Und da kann man schon durchaus mal einen Rettungshelikopter anfordern. Und ich kann jetzt auch gar nicht irgendwie was bemängeln oder so. Es gibt einfach gar nichts. Das macht einfach genau das, was es soll. Der Helikopter fliegt wunderbar. Und ich weiß gar nicht, wir gucken mal, wie schnell der fliegt. Oh. Also so fliegt er, glaube ich, nicht gut. Ups. Das war der falsche Knopf. Ne, wir sind, glaube ich, 152 km/h geflogen. So,
So, jetzt müssen wir erstmal wieder hochkommen hier, Mensch. Jetzt bin ich gerade so komisch abgestürzt, dass ich den Helikopter gar nicht hochbekomme. Ich war gerade so ein bisschen im Boden verbuggt. So, ich wollte bloß gucken, wie viel Kammer ich hatte. Ich wollte das HUD kurz ausschalten, aber einmal habe ich die falsche Taste gedrückt, bin auf E gekommen und dann zack, lag ich auch schon unten. So, zu den Funktionen. Was haben wir eigentlich noch? Also ich habe ja auch gerade schon das Licht eingeschalten. Sieht man auch deutlich. Wir haben hier natürlich den schönen Funk, den man auch aus dem LS-17 erkennt. Wir haben hier sehr schöne Details, einen Helm auf der Beifahrerseite, wollte ich gerade sagen, auf den Co-Pilotensitz. Wir haben schön viele Anzeigen im Helikopter. Alter, das ist wirklich schon herrlich. Das macht einfach so Laune. Mich würde mal interessieren, okay, also weiter kommen wir anscheinend nicht, ob wir über die Brücke fliegen können. Nee, also das klappt auf jeden Fall nicht. Ich dachte wirklich gerade, es geht, aber nee. Gut, und das passiert natürlich dann hier, wenn man mit einem Helikopter gegen so eine unsichtbare Wand fliegt, dann bleibt er natürlich auch erstmal so auf der Seite liegen, bis er sich dann irgendwann wieder fängt. Also ich würde auch gleich mal sagen, wir gehen am besten hier mal gleich wieder runter. Und dann kommen wir gleich mal zum Abschluss dieser Mod-Vorstellung. Natürlich die eigene Bewertung, die eigentliche Meinung zum Helikopter. Aber wisst ihr was, wir fliegen mal bis da hinten zum Feld und dann landen wir einfach mal hier. Es fängt jetzt gerade auch an schon zu regnen, das ist gar nicht so gut. Aber das macht den Helikopter natürlich nichts aus, ne? Also, versteht sich von selbst. Das ist ja wirklich die neueste Technik hier, Eurocopter, das ist Wahnsinn. So. Oh, guck mal hier. Kannst du erstmal übers Feld eiern. Guck mal, wie da der ganze Matsch nach oben fliegt. Das ist schon cool, ne? Gerade wenn es regnet und man die Schlamm-Mod installiert hat, dann passiert sowas schon mal schnell. Also ehrlich, ich bin wirklich positiv überrascht davon, dass das wirklich so gut funktioniert im LS19 alles, dass man hier endlich mal richtig fliegen kann, man kann endlich damit Einsätze fliegen. Ich freue mich schon auf die nächsten Einsätze im LS19 auf der Einsatzmap von Ulm. Ich hoffe, liebe Freunde, ihr freut euch auch, ihr könnt mir das schon mal gerne vorab in die Kommentare schreiben und ihr dürft auch gerne mal diesen Helikopter von euch aus bewerten, wie viele Punkte ihr geben würdet. Und ich komme jetzt zu meinem ganz kurzen und knappen Fazit, denn ich gebe diesem Helikopter wirklich die volle Punktzahl. 5 von 5 Punkten gibt es für den ADAC-Helikopter von Patrick vom NOS-Team, der mir diese Mod zur Verfügung gestellt hat. Also vielen, vielen Dank nochmal jetzt zum Schluss in diesem Video an dich, lieber Patrick. Also das ist wirklich sehr, sehr cool. Also das ist, ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Ich freue mich, ich bin happy, wirklich. Zu dieser Mod, ich weiß nicht, ob er diese Mod veröffentlicht wird. Erstmal ist sie privat, also da kann ich euch noch gar nichts dazu sagen, ehrlich gesagt. Vielleicht kommt das Ding auch noch öffentlich, aber wie gesagt, da müsst ihr auf jeden Fall gespannt sein und dranbleiben. Immer aktuell auf den unterschiedlichsten Mod-Plattformen vorbeischauen. Könnt ihr auch gerne mal in der Videobeschreibung schauen bei mir. Da sind auch ein paar Mods verlinkt. Könnt ihr mal gerne auf diesen unterschiedlichsten Seiten schauen. Und ja, weiter habe ich eigentlich gar nichts mehr zu sagen. Also das war jetzt erstmal die Mod-Vorstellung, die fällt jetzt erstmal ins Wasser. Wörtlich gesagt, es regnet hier wie aus Strüppen und wie aus Eimern. Es ist ein rundum gelungenes Fluggefährt, ein richtig schöner Eurocopter vom ADAC, der Florian Westphalen. Liebe Freunde, ich hoffe, ihr habt euch gefreut über diese neue Mod-Vorstellung vom ADAC Rettungshelikopter im LS19. Ich bin gespannt, wie ihr diesen Helikopter bewerten werdet. Ich bin dann schon durchaus jetzt gespannt, was so alles für Kommentare erscheinen werden. So, liebe Freunde, macht's gut, wir sehen uns wieder, falls ihr gerne möchtet. Dann auch mit dem Rettungshelikopter im nächsten großen Feuerwehreinsatz. Macht's gut, wir sehen uns. Bis dahin. Ciao.